Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Fortbildung. Mein Name ist André Stöhr. Ich möchte Ihnen in den folgenden kleinen Video die Themen Vorbereitung der Basisrechte, Einstellungen der Sprechstunde, wie nehme ich Personen auf, wie kann ich die ganzen Buchungen durchführen und wir schauen uns dann einfach nochmal eine Buchung eines Elternteils an. Ich freue mich, dass Sie an dieser Fortbildung teilnehmen und wünsche Ihnen nun viel Spaß. Beginnen wir mit der Vorbereitung der Basisrechte. Als erstes gehen wir dazu in die Institution und schauen die Basisrechte der jeweiligen Schule an, überprüfen, ob die Sprechstunden bereits auf verfügbar stehen. Wenn nicht, muss es auf verfügbar gesetzt werden. Und wir schauen in den erweiterten Einstellungen, ob bei den Sprechstunden auch die Administration im Weiteren dann später möglich ist. Wir werden eine Sprechstundenhilfe oder einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche benötigen, die die Sprechstunden anlegt und im Endeffekt auch löscht. Dieses Recht ist gesetzt und wir gehen auf Speichern. Die Lehrer einer Institution müssen ebenfalls auf Aktiv bzw. Schreiben gesetzt werden, denn wenn zum Beispiel der Schulleiter eine Sprechstunde einrichtet, dann müssen sich die Lehrer und Lehrerinnen eintragen können und das Gleiche gilt dann auch für die Eltern. Dazu gehe ich in die Voreinstellungen, Lehrer und wir schauen in der Institution, ob das jeweilige Recht für die Lehrer Sprechstunden eingesetzt ist. Auch in diesem Fall habe ich dieses Recht bereits gesetzt. Ausgangsstellung ist deaktiviert. Also, wir gehen auf Schreiben und Speichern. Das Gleiche mache ich dann noch für die Eltern, damit die auch Termine wahrnehmen können. Nachdem die Basisrechte gesetzt sind, kann die entsprechend betreffende Person nun die Sprechstunde füllen. Dazu wird sie in die Institution Sprechstunden gehen und über Einstellungen den ersten Sprechtag sozusagen setzen. Welche Möglichkeiten haben wir bei den Sprechstunden für die Einstellungen? Als erstes natürlich das Zeitraster. Dann haben wir im Weiteren Kategorien, um eine spätere Sortierung oder eine bessere Einordnung vornehmen zu können. Wir haben den Datenschutz. Hier geht es hauptsächlich darum, wer kann was sehen. Das heißt also, Bucher sind für Lehrer sichtbar. Das bedeutet, wenn ein Elternsprechtag organisiert wird, dann sollte auch der Lehrer entsprechend sehen, wer ihn gebucht hat. Und natürlich die Administratoren dieser Funktion. Sperrzeiten. Hier geht es darum, findet die Sprechstunde in einem normalen Raster der Schule statt oder werden entsprechende Sperrzeiten eingeplant. Der Haken ist bei übergeordneten Sperrzeiten einbeziehen bereits gesetzt. Und im letzten Punkt, dem Löschen, hier sollte man etwas sensibel damit umgehen, das heißt also auch mit der Vergabe der administrativen Rechte, denn wenn hier etwas gelöscht wird, dann ist das sozusagen generelles Löschen und da muss man also ein kleines bisschen vorsichtig sein. Beginnen wir mit dem Zeitraster. Ausgangspunkt für das Zeitraster ist der in den Grundeinstellungen der Institution vorgenommene Unterrichtsplan. Der geht ja Montag bis Freitag. Wollen wir also ein für diesen Sprechtag neues Zeitraster einsetzen, gehen wir auf Zeitraster hinzufügen, geben den Titel ein und können dann entsprechend die Tage und die entsprechenden Zeiten einsetzen. Ich habe das schon einmal durchgeführt. Wir haben also hier einen Elternsprechtag am 10.03.2020. Der Titel ist jetzt an sich das Datum, kann aber auch Elternsprechtag drinstehen. Der Buchungszeitraum ist also am 10.03., der erste und der letzte Tag. Dieser Elternsprechtag findet also nur am 10.03. statt. Und jetzt ist darauf zu achten, dass der 10.03. ein Dienstag ist. Das heißt, hier muss eine richtige Zuordnung passieren.
Im Zeitraster habe ich einmal begonnen von 16 Uhr in 15 Minuten Schritten bis 17:30 Uhr den Sprechtag zu organisieren. Ja, und so kann ich dann durch alle Einstellungen durchgehen. Ich kann zwischenrein auch speichern und wenn die Speicherung erfolgt ist, dann ist sozusagen das Grundgerüst für den Sprechtag gegeben und wir können jetzt im Weiteren die sogenannten Personen in das Raster aufnehmen. Im letzten Schritt der Administration von Sprechstunden nehmen wir jetzt die entsprechenden Personen auf, das heißt also die Personengruppe, die jetzt gebucht werden kann. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, dass wir die Person einzeln erfassen oder dass wir eine Liste von Personen importieren. Erfasse ich eine Person einzeln, wird im Titel der Name der Lehrerin oder des Lehrers eingetragen. Hier kann auch das Kürzel verwendet werden, was der Lehrer benutzt, je nachdem, was an ihrer Schule festgelegt ist. In der Beschreibung kann ich die Zimmernummer eintragen oder noch andere Bemerkungen. In der Kategorie haben wir den Elternsprechtag bereits voreingestellt und sollte die Person, die jetzt gebucht wird, also in dem Falle der Lehrer Stör, eine E-Mail erhalten, dass er gebucht wurde, dann kann jetzt hier die Lernsax-E-Mail-Adresse eingetragen werden. Als Optionen können wir einmal, dass diese Person nicht buchbar ist, weil es kann ja im Vorfeld noch etwas geschehen, oder dass zugeordnete Personen bei neuen Buchungen benachrichtigt werden. Im Endeffekt gehe ich danach auf Speichern und die Person ist aufgenommen. Die effektivere Version ist natürlich, dass wir eine Liste von Personen importieren, denn an Elternsprechtagen sind es nicht nur ein oder zwei Lehrerinnen und Lehrer, die daran teilnehmen. Dazu habe ich eine Textdatei vorbereitet, die sozusagen alle Inhalte schon in sich trägt und ich kopiere die hier in das vorgefertigte Feld ein. Jetzt muss ich natürlich noch die entsprechenden Spalten setzen, das heißt also Titel sind jetzt in unserem Beispiel die Kürzel. Zugeordnete Nutzer wären hier die E-Mail-Adressen, sind nicht vorgesehen, also bleibt diese Spalte frei. Die Kategorie Elternsprechtag und die Beschreibung, in welchem Zimmer es stattfindet. Habe ich diese Abstimmung gesetzt, kann ich auf Importieren gehen. Ein Import wird jetzt erstmal noch nicht durchgeführt. Es wird mir jetzt erst nochmal angezeigt, das sogenannte Importjournal. Hier sehe ich, jawohl, die Spalten sind richtig zugeordnet. Und gehe ich jetzt nochmal auf Importieren, dann sind meine Personen aufgenommen. Ich wechsle in die Auswahl Elternsprechtag und habe jetzt hier meine Personen. Alle Einstellungen, die Sie jetzt zentral vorgenommen haben, können danach noch individuell für die jeweiligen Lehrer angepasst werden, indem an sich der Lehrer dann ausgewählt wird und die Personen dann bearbeitet werden. Auch hier am Endeffekt dann wieder speichern und die Daten sind aufgenommen. Ja, und damit sind wir schon am letzten Punkt der Sprechstunden, denn jetzt ist automatisch diese Sprechstunde freigeschalten. Das heißt also, jetzt können alle, die auf diese Sprechstunden Zugriff haben, den Elternsprechtag sozusagen buchen. Ich kann jetzt mir an sich die Personen raussuchen und sagen, ich möchte an dem Tag jetzt mit der entsprechenden Lehrerin oder dem Lehrer sprechen, könnte hier noch mal einen kleinen Hinweis an den Lehrer geben und die Person buchen. So, damit ist jetzt für die Personen, die administrative Rechte haben, zu sehen, wer hat gebucht. Das bin also ich jetzt. Und ich habe noch eine kleine Bitte, dass wir also eine Auswertung zu irgendetwas vornehmen. In Personen, die keine administrativen Rechte haben, sehen Sie dann nur, dass diese Person gesperrt ist und nicht mehr gebucht werden kann. Um Ihnen das Ganze aus Elternsicht einmal zu zeigen, habe ich mich als Vater angemeldet, gehe auf Institution Sprechstunden, wähle den Elternsprechtag aus und wähle jetzt an sich den Lehrer aus, mit dem ich sprechen möchte. In dem Fall ist der erste Zeitrahmen bereits gebucht. Ich nehme also den zweiten, gebe noch eine kleine Information an den Lehrer mit
damit er sich vorbereiten kann. Wähle dann den zweiten Lehrer aus und buche ihn ebenfalls. Sie haben gerade gemerkt, das System sieht nicht, wenn jemand zwei verschiedene Lehrer zum selben Zeitpunkt bucht. Das Ganze sieht der Buchende über Sprechstunden meine Buchungen. Und hier sieht er sozusagen, oh, hier habe ich zum selben Zeitpunkt zwei Personen gemacht. Das geht natürlich nicht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nur eine auswähle, werden Sie gleich sehen, und ich möchte nur eine Buchung stornieren, wird er zwei Buchungen insgesamt stornieren. Das heißt, also alle Buchungen sind jetzt raus und ich muss das ganze System noch einmal machen. Das heißt, einmal Lehrer 1 mit dem Hinweis. Und jetzt merke ich mir also von 16:30 Uhr, also von 17 Uhr wäre dann der nächste, ist noch frei, kann ich also buchen. Jetzt funktioniert die ganze Buchung und über meine Buchung sehe ich es jetzt an sich richtig. Ich könnte jetzt auch mir das Ganze als eine ODS-Datei, sprich eine Excel-Tabelle, ausdrucken. Ja, damit sind wir mit der Administration einer Sprechstunde am Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Spaß bei der Durchführung der Administration und dem Einrichten eines Sprechtages. Für diejenigen, die das Kurslet jetzt noch zu Ende durchführen, wird am Ende noch eine kleine Zusammenfassung für Sie bereitgestellt und ein kleiner Wissenstest. Bei allen Fragen, die Sie zu diesem Thema haben, können Sie mir eine E-Mail schreiben. Ich bedanke mich noch einmal für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.